Hallo ihr Lieben, ein Jahr ist es nun her, dass das ganze Projekt gestartet ist und ich nehme euch heute mal mit auf eine kleine Reise durch meinen Garten, aber auch begleitet mit alten Bildern, also so dieses Vorher-Nachher-Ding. Ich stehe hier vor meinem Garten, von meinem Projekt. Die mich verfolgen, kennen diese Ansicht natürlich auch. Ich dachte, ich gehe noch mal rum, erzähle ein bisschen, auch so was meine Pläne angeht. Generell, was ich so vorhatte, was letztendlich so geworden ist oder vielleicht hier sich auch ganz anders entwickelt hat. Und, gibt es einiges zu erzählen und zu zeigen. Ja, und ich will gar nicht rumpalabern lange, sondern direkt loslegen. Auf geht's! Ja, beginnen wir von ganz vorne. Gartentor unverändert. Komme ich jetzt hier rein. Die Tür war ja schon offen. Vorne hat sich natürlich ganz viel getan. Ursprünglich war hier ein gerader Weg durch, aber auch schon versteckt durch die Grassoden. Die Steine sind ein bisschen zum Vorschein gekommen, aber schaut selbst. Ich blende euch mal ein paar erste Impressionen ein vom letzten Jahr. Für alle, die neu bei mir sind, herzlich willkommen oder vielleicht auch erst seit kurzem dabei. Heute habt ihr jetzt die Möglichkeit zu sehen, wie das Ganze letztendlich begonnen hat. Bis zum Apfelbaum, ich verschwinde jetzt mal hinter die Kamera, bis zum Apfelbaum da hinten war hier alles voll Quäke, letztendlich was hier auch noch überall wächst, gar keine Frage. Das war allerdings relativ flach hier. Da stand nichts, kein Büschchen, da waren keine Beete, es war kein Weg zu sehen, es war einfach nur dicht. Hier so ein kleines Rundell, könnte man sagen, um die Wasserstelle. Aber ja, ist ja noch alles in der Mache. Man kann schon erkennen, wo die Reise hingeht, auf jeden Fall von den Aufteilungen her. Ja, und dann hatte ich mir vorgestellt, hier überall Beete hin, das sollten alles gleich große werden. Dann ist es so, bis auf das Keyhole-Beet ist alles genauso gelaufen, wie ich das vorhatte. Jetzt sieht man nicht mehr ganz so viel. Hier so ein bisschen Stufen-Tortenbeet. Hier war ja die rote Beete ganz fleißig und eine Zucchini eine Zeit, oder die meiste Zeit. Ja, und hier habe ich überall angebaut. Anfangs hatte ich ja nicht so viel vor und habe tatsächlich viel mehr angebaut und sogar Prioritäten auch mehr Richtung Anbau dann geschoben, habe mich um die Sachen gekümmert, war gar nicht so anfangs gedacht. Ja, dann hier in der Ecke das Foodsharing-Teil. Die meisten kennen es ja, habe ich so eine Auslage gebaut, um halt, wenn ich halt was zu viel habe oder auch andere, also es hat auch schon wunderbar geklappt jetzt in der Vergangenheit, oder auch andere das über hatten, dann kam das da rein. Ja, wurde auf jeden Fall fleißig genutzt. Gab hier ja Freilandtomatenanbau mit den Korkenzieher Haselnuss. Hier verändert sich ja ganz viel. Ich nehme sogar ein bisschen was vorweg. Es sind auch neue Bilder heute natürlich dabei, habe einiges geschafft. Genauso wie in dem Bereich. Hat sich einiges getan. Weiter geht's. Das hier habe ich schon alles gezeigt. Was ist noch alles dazu gekommen? Ich habe natürlich ein Podest gebaut. Alles, was hier etwas höher liegt, da habe ich Erde natürlich aufgebracht, aufgetragen, wie auch immer. Sitzgelegenheiten und so weiter. Dann habe ich hier auch ein bisschen was gebaut, so eine Ecke, damit ich kramlos wäre. Das hat wunderbar geklappt. Ursprünglich war das für die Erde gedacht. Spekuliere hier allerdings auch nochmal, vielleicht ein Teichstück zu integrieren. Mal gucken. Ja, Mini-Gewächshaus hat zu mir gefunden. Ja, und ansonsten hier hinten natürlich überall immer wieder freigemacht. Ich habe ohne Ende Schutt aus dem Boden geholt. Das verändert sich auch nicht. Das hier so Kram zum Wegschmeißen. Habe ein Holzlager errichtet. Hier auch überall beim Podest auch noch Weide gepflanzt, denn ja, wie gesagt, das war hier alles voll mit Quäke bis zu dem hier. Mal gucken, ob ich da noch mal jetzt Bilder finde, um das hier besser darzustellen. Der Bunker war rundum bewachsen, also war überall Erde dran, so ein bisschen rangeschaufelt. Hier hinter die gleiche Geschichte. Da, na, das soll auch noch alles weg. Das Dach möchte ich ja noch erneuern. Da muss ich auf jeden Fall was tun. Das bleibt nicht so. Ach, schönes Wetter. Habt Glück, die Sonne spielt gerade mit. Ja,
Ach so, von hier kann ich das ein bisschen mit dem Dach besser zeigen. Hier hat sich ja schon einiges getan. Erde ist weggekommen. Ich muss das ganze Dach freilegen, bevor ich überhaupt da so einzeln beigehen kann. Alles erfolgt so Step by Step. Hoffe, dass jetzt im kommenden Jahr mehr Nägel mit Köpfen gemacht werden kann und ich da das nach und nach ersetze. Ja, das wäre toll. Möchte auch ein bisschen Wasser gewinnen. Was ist hier entstanden? Hier war ja mein Tomatenkasten. Richtig tolle Tomaten. Ihr kennt mich ja. Ich habe sie geliebt. Voll toll. Blue Pits und so weiter. Das werde ich wieder verfolgen. Erde werde ich aufbereiten bzw. austauschen auch schon irgendwie. Werde hier vorne die Minze noch umpflanzen. Hab gelesen, es gibt genug Minzearten, die winterfest sind. Das will ich einfach mal ausprobieren und mal gucken, was dabei rumkommt. Aber da irgendwo nochmal irgendwo eine Minze drin. Ach ja, da bei den Tomaten, bei den anderen. Egal. Ja, ansonsten haben natürlich jede Menge Sachen zu mir im Garten gefunden. Sachen zum Recyceln. Korkenzieher, weil Haselnuss und ach, ne, muss ich nicht weiter erzählen. Beim Pavillon, da habe ich ja schon ein paar Mal dran gearbeitet. Hier war alles voll Brombeeren. Ich bin zurzeit wieder ein bisschen bei gewesen. Wieder alles rübergewuchert, kommt leider von dem Platz hier nebenan. Ich hoffe, dem werde ich nächstes Jahr mal her, dass man hier auch regelmäßig durchgehen kann. Ich habe ja Holz und so gesammelt, Hütte und hier sind halt viele Sachen. Da ein paar Gartengeräte und so und auch hier hinten drin. Da steht auch noch jede Menge. Halt alles so, was ich vom Sperrmüll gattern konnte, beziehungsweise was irgendwie zu mir gefunden hat. Ja. Freue mich auf jeden Fall über die Möglichkeiten, die ich habe. Das wird ja so alles so Kreativ-Oasen-Bereich. Ja. Genau, das war auch gerade so ein kleines Stichwort. Kreativ-Oase wird der ganze hintere Bereich hier. Und eine Wohlfühl-Oase natürlich der ganze Garten, aber ich brauche so ein bisschen Wühlplatz. Ich will bauen, basteln, tüfteln können irgendwie in der Zukunft. Und dafür mache ich dann halt einiges. Ja, hier sind noch ein paar Teile. Der Bereich hier hinten, das ist ja komplett erbaut von mir. Angelegt, auch mit den Grassoden, wie vorne auch bei dem neu angelegten Hochbeet da hinterm Apfelbaum. Ja, habe ich das letztendlich so geschichtet, ist alles wunderbar, vielleicht nicht 100%, aber ich finde, das ist alles super so. Ja, hier hängt noch eine Hängematte, die kommt nachher weg. Hier hängt ja noch eine Schaukel, normalerweise im Sommer, wenn gut Wetter ist. Hier mache ich nach wie vor den Bunker frei. Immer Stück für Stück. Wie ihr sehen könnt, hier ist richtig frei geworden. Jetzt wartet da noch das Dach. Ich finde übrigens jede Menge Müll in meinem Garten. Es ist unglaublich, wie viel Plastik hier rumliegt. Da sieht man das auch. Überall was zwischen. Hier könnt ihr auch sehen, das Dach muss komplett neu gemacht werden. Das ist alles viel zu rot. Drinnen die stützenden Balken und so. Da ist noch alles so weit im grünen Bereich, dass ich jetzt nicht von heute auf morgen agieren muss. Aber es ist natürlich eine Sache, die will ich nicht lange vor mir herschieben. Also nächstes Jahr wäre schön, wenn das erledigt wäre. Ja. Ja, ansonsten hier oben und so weiter und so fort. Hier habe ich auch noch ein bisschen was vor. Da oben, das wurde wunderbar angenommen. Blaumeise immer wieder gesehen, voll süß. Und hat sich auch immer bedient, wenn Sachen hier, was ich Sonnenblumenkerne oder was weiß ich, was ich hier irgendwie mal hatte, die dann auch richtig schön wegschnagoliert. Ja, ansonsten hier hinten gibt es sonst nichts zu sehen. Hier dann halt noch mein Kram stehen so. Ist halt eine Möglichkeit, um die Sachen einigermaßen trocken zu haben. Jetzt über den Winter bei mir. Ich werde nicht aufhören. Na, ist die Ansicht ein bisschen doof. Also, ich werde auf jeden Fall nicht aufhören. Ich werde den ganzen Winter durchmachen. Ich habe ja bei meinem Projekt vorher auch immer die Winterzeit genutzt und auch Herbst- und Frühlingszeit. Die Zeit, wo es eigentlich noch viel zu feucht und ungemütlich ist, ist eine Zeit, die ich immer genutzt habe. Ich bin eigentlich immer glücklich über diese Zeit, weil man so Sachen schafft und im nächsten Jahr kann man sich dann wirklich an diesen Dingen sehr erfreuen und ich kann gar nicht aufhören, ich brauche das ja auch. Ne? Ja, ich stehe hier vor meinem Hochbeet beim Apfelbaum. Bis auf, dass die Vögel hier alles voll scheißen. Ist das so, dass ich sehr überrascht bin, trotz teilweise Minusgraden, dass da was wächst? Das muss ich einfach mit euch teilen mal kurz. Guck mal. Also wenn ihr sehen könnt, also ich würde sagen, das grünt. Radieschen, Salat, da in der Mitte ist der Salat. Hier habe ich eigentlich nur diese Fensterscheiben draufgelegt und einen Spalt gelassen.
Und anscheinend tut ihnen das gut. Da könnt ihr sehen, es ist noch viel mehr grün. Ja. Ich habe hier die Wege auch schon soweit wieder ein bisschen angepasst. Ich habe mich dazu entschlossen, es wirklich so zu lassen. Da hinten ist das noch nicht so, wie das soll, aber es geht schon in Richtung, wie es soll. Der Bereich soll ja auch einzeln bleiben. Es wird ein bisschen rausgearbeitet. Mal gucken. Traum wäre, hier eine Holzfläche zu haben, also ohne, dass es auf Gras steht. Ist eigentlich so grundsätzlich alles so gelaufen, grob, wie ich das mir vorgestellt hatte. Ich kann euch ja nochmal, genau, nehme ich euch mal mit zu meinem Rucksack. Stell euch mal kurz ab. Hier ist mein Büchlein. Hier sind super viele. Ups, da fliegt schon was weg. Das ist ja nicht so schön, ne? So, der kommt ja wieder da rein. Ja, ich glaube, ich muss euch mal aufstellen, damit ich zwei Hände zur Verfügung habe, sonst pustet mir hier gleich wieder was weg. Okay, also, ich suche mal gerade mal eine Zeichnung raus. Also, wie ihr sehen könnt, hier ist alles Mögliche drin. Das ist noch was ganz anderes. Bla bla bla. Einfach alle Ideen drin. Egal. Genau, da, hier geht das los. Könnt ihr ganz viele tolle Sachen sehen. Ja. kriegt ihr mal viel mehr zu sehen, als ich irgendwie mir vorgestellt habe. Ah, genau. Guck, wenn ihr seht, wenn ihr mal schaut und seht, das haut euch grob hin, oder? Also, hier in der Mitte ist das Podest, das da ist der Apfelbaum, da ist das Pavillon, da ist der Bunker, das ist der Weg hoch, hier hinten wollte ich immer alles freimachen, eine Chill-Ecke, ich habe hier das Podest gebaut, da noch einen kleinen Weg rüber, da ist eine Sitzbank und ein Tisch. Ja, hier habe ich dieses Tortenbeet-System angebracht, das haut ganz grob hin. Da sieht es ein bisschen anders aus und die Proportionen jetzt sind auch nicht genauso. Ich habe das noch ein bisschen anders angelegt in dem Bereich. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das schon so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. So sieht das aus. Gut, okay, geht's mal weiter, was ich euch noch zeigen könnte. Ach ja, wir waren ja gerade beim Radieschensalat. Ich denke, da mache ich mal weiter, und zwar bei den Tortenbeeten. Hopp sich mal rüber. Hier könnt ihr sehen, Radieschen und Salat. Ich sehe nicht so viel. Hier soll eigentlich nämlich ganz viel Feldsalat wachsen. Ah, hier sehe ich ihn. Das müsste doch sein. Das sieht doch so aus wie Feldsalat. Ja, das macht Sinn. Cool, er wächst doch ein bisschen durch. Es gefällt mir. Ich habe aber das Gefühl, hier unten am Boden, das passt alles so. Ist ja keine schöne Humuserde, sondern eigentlich nur so irgendein Kram. Erde halt. Also bin ich nicht so glücklich mit. Aber wie ihr sehen könnt, sie wachsen die Radieschen, da vorne auch. Und wer weiß, vielleicht kann ich da noch mal was ernten, was sich lohnt zu essen. Ja, hier noch der Salat. Sieht doch auch super aus. Also dafür, dass wir schon Minusgrade hatten und ich gesagt bekommen habe, da wächst nichts mehr. Ja, ansonsten Zwiebeln und total Überraschung, hier kommt eine Erbse. Das ist also unglaublich. Erbsen im Dezember. Ich habe übrigens im November noch Erbsen gegessen. Habe übrigens immer noch ein paar rote Beeten bei mir im Garten. Jetzt habe ich hier nochmal drei verschiedene Größen mit. Die werde ich mit zu meiner Herzdame nehmen nach Flensburg. Und dann werden wir die da verschnägulieren oder entsaften. Witzig, da ist so eine kleine Schnecke drauf, die mich gerade fasziniert. Seht ihr die? Da. Über meinen Finger, das kleine Runde da. Witzig. Egal. Und da vorne sind noch 1, 2, 3 dann auch noch drin. Ja, was kann ich euch hier noch zeigen? Es verkompostiert sich. Es tut sich hier ganz viel. Ich sehe übrigens das erste Mal was Frosteliges in meinem Garten. Beim Kompost, der war eine Zeit lang richtig warm. Da hat sich das ein bisschen verändert. Dann die eine Stelle ja, die andere nein. Da habe ich mich dafür entschlossen, das doch ein bisschen mehr zu verteilen und das Beet mehr schon fertig zu machen. War immer noch so eine Hügellandschaft. Hier könnt ihr das ja wunderbar sehen. Obwohl, nee, nicht so wirklich. Aber so, dass es immer noch so, ne, eine erhöhte Stelle gibt. Hier ist jede Menge passiert. Da gehe ich dann aber in einem separaten Video zum Keyhole-Beet dann nochmal näher drauf ein. Es
war es auch im Groben und Ganzen schon. Okay, da vorne könnte ich euch auch noch Zwiebeln zeigen. Da wachsen noch mehr Zwiebeln. Ich habe Knoblauch und Zwiebeln gesteckt. Und vom Knoblauch ist übrigens noch nirgendwo was zu sehen. Auch der von Sven nicht. Also nirgendwo kommt was aus dem Boden. Keine Ahnung. Braucht irgendwie ein bisschen länger. Bei meinem Vater sind die schon so hoch oder so, hat er gezeigt. Fast gleiche Zeit. Ganz merkwürdig. Aber egal. Unterschiedlicher Knoblauch zum Beispiel. Vielleicht eignet sich meine Sorte dann doch nicht für die kältere Zeit. Wir hatten ja echt einen tollen Sommer und es war richtig warm und so. Und der daraus resultierte Knoblauch, davon habe ich auf jeden Fall auch was gesteckt. Auch Bourbillen. Und Bourbillen sind übrigens beim Knoblauch oben die, na, wenn das blüht und oben dieses Teil, was da drauf sitzt, die Blüte, wie auch immer man das dann nennen möchte. Na, Blüte ist falsch wahrscheinlich. Aber das Teil, was da oben sitzt, eine Bourbille. Und ja, das habe ich alles, kommt halt nicht. Egal. Was ich euch da draußen raten kann, für alle, die sich für Garten interessieren, schafft euch einen an. Und wenn es nur 10 Quadratmeter sind oder nur ein bisschen Balkon oder so, seht zu, dass ihr ein bisschen was pflanzt, ein bisschen mit der Natur in Kontakt kommt und etwas erwachsen lasst. Das ist immer ein schönes Gefühl und auch vor allen Dingen, wenn man was ernten kann. Ich würde es immer wieder so machen. Und das Projekt geht weiter. Ihr könnt echt gespannt sein, was hier noch kommt. Wie gesagt, von meinem eigenen Gefühl ist das so, ich habe gerade erst angefangen. Und ich habe Sachen im Kopf, die ich machen möchte. Und das wird dann halt alles die Zukunft zeigen. Hier so Dinger wie mit dem Keyhole-Beet. Oder hier das mit dem Gras und hinten Podest. Das sind dann so kleine geile Gimmicks. Aber ich möchte es hier natürlich gemütlicher haben. Bisschen einfacher auch. Bisschen mehr Permakultur noch. Und das sind alles so Dinge, die sich entwickeln. Und die brauchen Zeit. Und die Zeit wird kommen. Und ja, ich denke, da könnt ihr euch auf was freuen, was da noch so kommt. Ja. Bisher ging es auch nur ums Gärtnern, ums Recyceln, Foodsharing, für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Alles halt rund um Nachhaltigkeit. Aber es gibt natürlich auch noch viele kreative Sachen, die ich irgendwie mal anstoßen möchte. Bei mir selber so und mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ich habe auch Fahrräder schon recycelt. Und das ist auch etwas, was mir Spaß macht. Das sind alles so Sachen, die ihr dann auch sehen werdet. Ja, und das bringt dann halt alles die Zukunft. Gut, dann möchte ich noch mal etwas ankündigen. Und zwar, das ist jetzt sehr verfrüht, aber das Datum ist bekannt. Und zwar nächstes Jahr ist Erftstadt. Da möchte ich hin. Da habt ihr dann auch die, also am 19. Mai in Erftstadt ist das Garten-YouTuber-Treffen. Jetzt habe ich mich ein bisschen überschlagen. Da könnt ihr auf jeden Fall auch hinkommen. Ich habe es mir vorgenommen, auch heute gerade mit meiner Family abgeschnackt. Ich denke mal, mein Vater würde mit mir hinfahren. Das ist ein Sonntag. Und der Sascha von Selfbio, der organisiert das da alles, auch mit Hilfe anderer. Und ich weiß jetzt nicht, wie da dieser Verein da noch heißt, aber das alles habe ich gerade vergessen. Wie hieß der denn noch? Habe ich heute schon mal gerätselt. Nicht ganz so wichtig. Ich gehe da noch drauf ein. Auf jeden Fall, 19. Mai bin ich in Erftstadt bei dem Garten-YouTuber-Treffen. Und ja, da werde ich mich dann auch noch mal kurz davor äußern, auf jeden Fall, dass ich dann auch auf jeden Fall da bin und dass alles so glatt geht. Ja, das kann ich ankündigen. Ich selber werde da keinen Stand haben oder so, das haben andere. Ich bin da quasi nur Besucher und mit mir kann man sich auf jeden Fall unterhalten auch. Und ja, bin gespannt, was da einfach auf mich zukommt. Ich gehe da einfach mal freischnauze hin und alles andere wird sich dann ergeben. Ja, okay. Hier kann ich auch langsam mal einen Punkt finden, glaube ich. Ich würde sagen, alle anderen Ideen, die mir da noch so kommen mögen und alle anderen Sachen, die generell noch anstehen und die ich auch angekündigt habe, machen zu wollen, die kommen dann in der Zukunft. In den nächsten Wochen werde ich bestimmt auch noch die eine oder andere Folge rausbringen. Und da dürft ihr euch freuen, dann wie es weitergeht. Ich denke mal, ich werde über Planung sprechen. Es wird weiter in Sachen Permakultur gehen. Ich werde weiter den Garten vorbereiten fürs nächste Jahr. Und ja, vielleicht werde ich auch die ein oder anderen Anfängererfahrungen weitergeben, vielleicht für andere Anfänger. Was könnt ihr tun, worauf solltet ihr achten und so weiter, bevor ihr so eine Pacht annehmt. Ja, mal gucken, was da kommt.
lasst euch überraschen, ich tue es auch. Ich folge immer so meinen Energien und das mache ich auch weiter so. Ja, und alles andere zeigt sich dann. Ich weiß, viele Äs und aber so bin ich, das gehört zu mir, das hilft mir ein bisschen mit der Konzentration, überbrückt die Lücken. Habt ihr mitgezählt? Waren schon ein paar, ne? Ja. War ein langer Text, ist okay, oder? So, ich kriege einen Hammerlarm am Arm, der ist schon so abgestellt. Ich hoffe, ich zitter nicht die ganze Zeit. Ja, ich warte auf den Sven. Ich hoffe, der meldet sich gleich, weil die Sonne bleibt nicht mehr so lange da. Und ja, ich tüftle noch mal ein bisschen weiter am Kirulbeet. Also, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zusehen. Freut mich, dass ihr bis hierher gekommen seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars.